das Ergebnis ist Ausdruck einer schweren Krise der EU. Ich finde, das ist ein Weckruf, denn mit dem heutigen Tag hat der Kampf um eine neue soziale Idee eines Europas der Weltoffenheit und des Friedens begonnen und wir sollten ihn führen über alle Ländergrenzen. Man muss sagen, der Neoliberalismus, der Kurs der Sozialkürzung haben Nationalismus und Europaskepsis in die Hände gespielt. Und Cameron hat sich ganz offensichtlich verspekuliert. Das erinnert ein bisschen an Goethes Zauberlehrling, die Geister, die ich rief. Und das sollte uns eine Lehre sein, in den Kämpfen um eine neue soziale Idee eines Europas der Weltoffenheit und der Sozialkürzung und der Kaltung. Ja, man kann sagen, dass die Brexit-Entscheidung der Mehrheit der Bevölkerung in England hat auf alle Fälle die EU in eine tiefe Krise gestürzt. Wir werden nicht, oder die EU wird auf keinen Fall so weitermachen können wie bisher. Es müssen alle erkennen, und hier hat die deutsche Regierung eine besondere Verantwortung in Europa, dass es in der EU so nicht weitergehen kann. Natürlich hatten wir dort sehr hässliche Aussagen. Wir hatten fremdenfeindliche Aussagen bei dieser Abstimmung. Aber man kann nicht verkennen, dass die neoliberale Politik, die Politik der Ausgabenkürzungen, die Politik des Sozialabbaus viele Menschen in der Europäischen Union stark verunsichert und dass es auch eine Reaktion dieser Verunsicherung ist. Wenn wir verhindern wollen, dass es weitere Länder gibt, die diesem Beispiel folgen oder weitere EU-feindliche Positionen um sich greifen, dann muss ein Neustart in der EU erfolgen, und dieser Neustart muss im Kern eine Politik der sozialen Gerechtigkeit haben. Die Menschen müssen mit der Europäischen Union wieder mehr Wohlstand und nicht weniger Wohlstand verbinden, mehr Demokratie verbinden und nicht weniger Demokratie verbinden. Dazu gehört in erster Linie auch, dass ein Programm gegen Jugendarbeitslosigkeit und Massenarbeitslosigkeit aufgesetzt wird und dass insbesondere Deutschland daran arbeitet, die Ungleichheit, die wirtschaftliche und soziale Ungleichheit in der EU abzubauen und nicht weiter zu vertiefen.